Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier zu unserem weihnachtlichen Schulkonzert begrüßen. Sie hören jetzt zuerst unsere 5. und 6. Klassen, das heißt einen Auszug davon, den Chor, den Unterstufenchor. Sie singen zuerst das Stück In Dulce Jubilo. Das ist ein Jubelgesang, teils mit lateinischem, teils mit deutschem Text. Und als zweites Stück hören Sie Engel haben Himmel, ein französisches Weihnachtslied. Ich wünsche Ihnen heute Abend viel Spaß und ich wünsche allen Musikern, die hier mitmachen, gutes Gelingen. Thank you.
heutigen Abend voraussichtlich etwa 1,5 Stunden dauern wird, mit oder ohne Pause, weiß ich noch nicht. Als nächstes hören wir ein Stück von Muzio Chemetti. Chemetti war Italiener, der um die Jahrhundertwende des 18. zum 19. Jahrhunderts gelebt hat. Er lebte dann später in England und war dort unter anderem auch nicht nur Komponist, sondern eben auch Verleger zahlreicher Beethoven-Sonaten. Sie hören jetzt ein Stück von ihm, und zwar ein Klavierstück, es ist eine Sonatine in C-Dur. Und der Solist, der das vortragen wird, ist die Christine Sabo aus der Klasse 5a. Thank you.
Jubelgesang zweier Erzengel. Das Lied heißt Werbung caro facto est. Das Wort ist Fleisch geworden. Das Stück ist komponiert von Heinrich Schütz. Und das Singen Stefanie Weinl, Christiane Eibel, vielleicht kommt ihr auch. Die Ariane Rundenberg unterstützt sie mit der Geige. Mit der Geige unterstützt sie auch René Valivé. Und von mir spielt Andreas Haber. Schweiztanz mit einem gleichmäßigen Rhythmus und es wurde später auch als Pavan oder Galliard bezeichnet. Das Stück, das wir jetzt hören werden, ist von dem Komponisten Paul Theuer.
Cornelius Freund, 1540 in Plauen im Vogtland geboren, lebte bis 1591. Er war Kantor und schrieb für seine berufliche Tätigkeit mehrere Chorsätze. Zum Beispiel, wie schön singt uns der Engel hatte, pardon, Engelschar. Unsere Engel sind... Thank you.
ein größerer. Und sie spielen uns ein Stück von Georg Friedrich Händel. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was zu Händel. Er lebte um die Wende des 17. zum 18. Jahrhunderts. Er war an sich Deutscher, lebte aber die längste Zeit seines Lebens in England. Er ist bekannt für seine Virtuosität auf der Orgel. Er hat in London relativ viele Opernhäuser geführt, mit unterschiedlichem Erfolg. Er hat viele Oratorien komponiert und die Engländer nennen ihn Our Great Handel. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die Musiker sollten kommen und spielen und sie sollten sich sammeln. Thank you.
Schütz, 1585 bis 1672. Er komponierte hauptsächlich Motetten, geistliche Konzerte und Psalmen. Also hört gut zu. Jetzt singt der Turnkurschor.